So Leute, wir sind jetzt auch im Halbfinale und das Spiel geht's Bayern gegen Eintracht Frankfurt, Leute. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 20 auf diesem Pokalvideo. Ich, beziehungsweise wir spielen ja zurzeit dem DFB-Pokal. Wenn ihr mehr von solchen Pokalen spielt, auch mal die Champions League wollt oder irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Like da und ein Halbfinale. Abo. Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel. Es geht um alles oder Let's nichts. go, Leute. Gleich geht's hier los mit Bayern München gegen Überspringen wir Eintracht jetzt einfach. Frankfurt. Scheiß drauf. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale hier im DFB-Pokal. Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. In so einem. Jetzt ist er auf und davon macht er das Thomas Müller Tor. 1:0. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist Ihnen auch gelungen. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Schönes Ding von Thomas Müller. Der FC Bayern damit jetzt in Führung. Was mache ich? Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Es ist Halbfinalzeit und das merkt man auch. Hier sind sie alle so ein bisschen nervös. Der eine mehr, der andere weniger. Aber kalt lässt diese Partie niemand. Ja, und das geht uns ja auch so, Wolf, hier auf der Kommentatorentribüne. Auch hier wird mitgefiebert. Das ist natürlich schon ein klasse Spiel. Es geht um so viel. Ein Sieg noch, dann bist du im Finale. Da merkst du selbst den ganz gestandenen Profis an, das ist was Besonderes. Und jetzt Lewandowski. Lewandowski, da passt der klasse auf. Ecke jetzt für Bayern München. Wenn du Ballverlust Bayern München. André Silva. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Einwurf Frankfurts. Kostic. Auf Außen ist Platz. Gelson Fernandes. Kommt jetzt die Flanke rein? Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Gelson Fernandes. Gelson Fernandes. Kostic. Ball wieder zurück. Jetzt ist die Kugel weg. Gnabry. Thiago jetzt. Lewandowski. Serge Gnabry. Klasse Pass. Goretzka. Was macht er draus? Zu früh gestartet. Es gibt Abseits. Mann. Und Thiago. Jetzt Robert Lewandowski. Da gewinnt er den Zweikampf. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Touré. Da kann er sich den Ball holen. Pass kommt nicht an. Balleroberung im Mittelfeld. André Silva. Ballverlust.
Lewandowski. Die Bayern mit dem Ballverlust. Könnte den Konter geben. Wenn sie sich so viel Zeit lassen, dann dürfen sie sich natürlich nicht beschweren. Dann ist die Abwehr natürlich wieder zur Stelle. Und da ist der Ball wieder weg. Mijat Kacinovic. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Bayern hat heute mehr oder weniger deutliche Nachteile, was die Ballbesitzzahl angeht. Aber bei den Toren sind sie eben vorne. Und das könnte die Gelegenheit geben. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Super Parade erst und jetzt die Gefahr bereinigt. Jetzt hat er den Ball. Ja, und diese Szene gerade, die war natürlich sensationell. Also wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn. Und jetzt gibt es Einwurf. Thomas Müller. Jetzt kann er flanken. Lewandowski mit der Chance. Noch ist die Chance da. Oh, gefährlich. Fängt diesen Ball ab. Ja, da ist Lewandowski. Stark gemacht, das könnte was werden. Jetzt kann er hier das Tor machen, aber nee, nichts wird's. Super von Kevin Trapp, da macht er alles richtig. Aktuell viel Druck, die Fans feuern sie an, vielleicht machen sie ja was aus dieser Ecke. Einwurf Frankfurt. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal frischen Wind bringt. Hereingabe in die Mitte. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Und Thiago. Der Angriff wird was werden. Schönes Ding. Tor für Bayern München. Und die Bayern liegen also mit 2 Treffern in Führung. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ah, da wäre jetzt Platz. Nochmal Lewandowski. Starke Aktion. Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir, Leute. Jetzt kommen wir. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Touré. Nun Ilzanka. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. André Silva. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Mijat Kacinovic. Timmy Chandler. Oh, da geht er volles Risiko rein. Jetzt ist erstmal Pause in diesem Halbfinale. Und Leute, von uns geht's weiter. Klar, es sind noch 45 Minuten zu gehen, aber sie waren so überlegen in der ersten Hälfte. Das müssten sie eigentlich packen. Sie verlieren den Ball. Und jetzt haben sie den Ball. Rode. Energisch dazwischen gegangen von Thiago. Nee, meine Rode hängt hier am Mikrofon an. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Müller. Oh, viel Platz jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel.
Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich über Kimmich. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ecke kommt von Kimmich. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Kimmich. Gute Aktion vom Keeper, hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Weiter gefährlich. Oh, erst diese Riesenparade und dann ohne große Mühe. Er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft, auf ihn ist Verlass. Die Gäste werden wechseln. Klasse gehalten, Wolf. Was für eine Glanzparade. Also das war nicht einfach. Klasse Aktion, Ball ist weg. Andres Silva. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das macht er gut. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Nee, da waren sie einfach zu langsam. War eigentlich eine gute Konterchance, aber jetzt ist die Abwehr wieder zu... Komm an! Das ist noch gefährlich. Jetzt Thomas Müller. Nein. Da schießt er daneben. Super Parade, also den hält nicht jeder. Es gibt eine Auswechslung bei Eintracht Frankfurt. Na, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Jerome Boateng. Oh, Davis. Da haben die Bayern Platz. Coman. Coman. Gut aufgepasst von Trapp. Kimmich auf Thiago. Thiago auf Coman. Da ist Coman. Da war Goretzka. Da haben sie den Ball auf Goretzka. Goretzka auf Thiago. Da ist Thiago. Er fehlt den Ball. Er steht gut und holt sich den Ball. Mann auf Davis. Davis auf Lewandowski. Da ist Lewandowski. Er kommt durch. Und Lewandowski verfehlt den Schluss. Den Abschluss. Kimmich auf Havard. Havard auf Müller. Müller auf Goretzka. Da steht Goretzka. Da ist Kimmich. Da ist Lewandowski. Und Trapp hält den Ball. Trapp mit dem Abstoß auf Thiago. Kimmich mit dem Kopfball. Macht Thiago da? Ist er verletzt? Oh, Thiago ist verletzt. Thiago raus. Gegen Coutinho. Was hat nun unser Thiago? Wir fortsetzen. Coman auf Lewandowski. Lewandowski kommt nicht durch. Der Kameramann kriegt beinahe die Beine. Jetzt gibt's Einwurf. Erstmal auswechseln. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Gut, er ist raus. Davis mit Einwurf auf Coman. Coman auf Coutinho. Coutinho auf Coman. Da ist Coman und Coman haut das Ding rein. Geiles Tor. Schön, Coman. Wieder ein Tor für den FC Bayern und eine komfortable Führung jetzt. Schönes Ding von Kingsley. Coman, damit steht es 4:0. Klare Sache hier, das 4:0 ist schon deutlich. Heute ist nicht der Tag der Überraschungen, zumindest in dieser Partie. Nee, könnte es sein, dass Frankfurt raus aus dem Pokal ist, genauso wie Dortmund, Darmstadt und Fürth. Die Bayern mit dem Ballverlust. Oh, da kommen sie nicht mehr ran. Mit Einwurf. Einwurf Frankfurt. Für den FC, für den Eintracht Frankfurt. Jetzt Hinterecker. Einwurf für den FC Bayern. Den wird Müller ausführen. Müller auf Pavard. Pavard. Sie gehen mit einer deutlichen Führung in die Schlussphase, Boucher. Wie siehst du die Partie im Moment?
München wird dieses Spiel vermutlich gewinnen und das zu Recht. Es ist ein klasse Auftritt der Bayern. Von Anfang bis hierhin überzeugend. Großes Lob. Und das muss natürlich Abschluss geben. Mal neuer mit dem Abstoß. Auf Boateng. Boateng auf Alaba. Alaba auf Davis. Und Wolf, das kann ich gut nachvollziehen. Mann, verfehlt den Ball. Hat aber heute noch sein Tor gemacht. Pacienza. Mijat Kacinovic. Kimmich grätscht rein. Mann. Muss. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Goretzka auf Oberlewandowski. Da verlieren sie den Ball. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Da ist der Torwart. Schön gehalten von Trapp. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Joshua. Kimmich. Jo, Müller köpft ihn aus dem Stadion. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber hier fällt am Ende fast harmlos. Ja, 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 ja. Kein Grund zur Aufregung, er hat da nicht richtig getroffen. Und da ist Goretzka. Nochmal Goretzka. Alaba. David Alaba am Ball. Da ist Coman. Kingsley Coman. Kann er was draus machen? Den Schuss kann er blocken. Da ist Lewandowski und er verfehlt den Ball. So eine schöne vorbei. Chance. Sonne, schöne Chance, 88. Minute. Coutinho. Jetzt der Ballverlust. Oh. Drei da Minuten kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt's oben drauf. Coutinho. Kingsley, komm mal. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Der Angriff könnte was werden. An den Pfosten. Ball noch am Pfosten. Ecke Joshua Kimmich. Ecke kommt von Kimmich. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Und da ist der Sieg für den FC Bayern. Das war's mit dem Halbfinale, Leute. Sie stehen im Endspiel. Wir sind im Finale, Leute. Ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein und ciao, ciao.